Ja, schade, schade. Gut, dann würde ich sagen, marschieren wir erstmal wieder zurück in Düsterburg. Da sollten wir ja eigentlich jetzt auch rumspringen. Und überbringen dann noch, wenn wir mal ein bisschen lustig sind, Bernhelm. Ach komm, wir müssen ja nicht laufen. Aber wieso sind die jetzt wieder da? Blöde Eisflammen als... Ach, Mann. Ach, wir kommen immer noch nicht an das Gut ran. Aber wir werden noch daran kommen. So, dann überbringen wir mal die frohe Botschaft. Hallo! Seht mal, Kinder, der Herzog und seine Freunde sind wieder hier. Bernhelm, wir sollen euch von einer Frau namens Xania eine Botschaft überbringen. Xania, die Anführerin der Stadtwache? Die Zeiten sind vorbei. Sie grämt sich sehr wegen dem, was sie euch angetan hat. Wir sollen euch sagen, dass in ihrer Sippe immer ein Platz für euch und eure Kinder frei ist. Dann hat der Fluch auch sie getroffen? Natürlich, ich sah, wie sie mit Brunhild kämpfte. Ich werde Harkon instruieren, dass er euch und eure Kinder ein weiteres Mal passieren lassen soll. Ich denke, ihr solltet Xanias Angebot annehmen, schon der Kinder wegen. Wir haben euch den Weg zu Xanias Versteck auf dieser Karte eingezeichnet, die wir seit wann haben? Lebt wohl einstweilen, Bernhelm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Bernhelms Los, der Fortsetzung zu Unterwegs in Düsterburg. Ach, nein, Quatsch. Die Geschichte wird innerhalb dieses Spiels noch geklärt. Grandi Stufe 20 erreicht. Schlösser knacken gelernt. Libra Stufe 19 erreicht. Und jawohl, allgemeine Level-Ups. Wuhu! Cool. Jawohlchen. Und jetzt wieder ab nach Düsterburg. Und ich will nicht gegen diese Flammen kämpfen. Nachkommen. Die können nicht so schwer sein. So, Technik. Achso, ich habe jetzt Schlösser knacken. Wollte mich gerade wundern. Feuerkugel und die macht einen Flammenschlag und dann dürfte das eigentlich das schon gewesen sein. Ja, passt. Hätte ich gar keine Feuerkugel werfen brauchen. Also, ich habe ja noch gar keine geworfen. Das heißt, ich habe sie nicht mal verschwendet. Und ich kann mich daran erinnern, dass irgendjemand in die Kommentare geschrieben hat oder beziehungsweise gefragt hat, warum ich denn so viele Feuerkugeln gekauft habe. Tja, weil die einfach awesome sind gegen Gegner, die gegen Feuer so eine Schwäche haben. Weil Libra ja die einzige ist, die irgendwie Feuer zaubern kann. Okay, aber Bernhelms Los möchte ich jetzt nicht an einem Stück verfolgen. Deswegen werden wir uns das dann nochmal für eine andere Folge aufsparen, wie das Ganze hier weitergeht. Und dann können wir endlich mal was machen. Und zwar wurde auch angemerkt, ich könnte mich auch durch diese Skelette einfach durchklöppeln. Was wir jetzt durchaus machen könnten. Gegenstand. Ja, es ist okay. So, du Skelett. Dann werden wir mal schauen, was du drauf hast. Düster Schreck greift an. Okay, Technik. Ich habe nicht mehr das magische Kurzschwert ausgerüstet. Verdammt. Dann Technik. Ach komm, normaler Angriff. Dann ein Kugelblitz, nee, Schneesturm hatten wir noch gar nicht in dieser Aufnahmesession. Probieren wir es einfach mal. Und Sternschauer. Wieso Sternschauer? Das ist ein Gegner. Oh. Ich hab. Oh. Mitdenken, Mondschatten, mitdenken. Das können wir besser hinkriegen. So. Schockfrosten. Stoßgebet. Der scheint mir jetzt aber gegen die Harpyien recht einfach zu sein. Ich glaube 300 hat der. Magie, düster Schreck, jawohl. Und noch ein Stoßgebet hinterher. Und Julie setzt sich für uns ein. Finde ich gut. Ich glaube auch, dass Julie der heimliche Protagonist ist. Und man kriegt Kohle durch die. Cool. Und jetzt können wir auch sagen, dass wir Knochenmänner hingemetzelt haben. Da kommt schon der nächste. Alles klärchen. So, dann hauen wir hier auch nochmal schön drauf. Stoßgebet. Und als nächstes machen wir dann meine Allheilung. Dass wir nicht zu viele LP an diese Viecher verlieren. Der hat einen doppelten Angriff. Finde ich ja gar nicht nett. Ich bin die Protagonistin. Ich bin die Einzige hier. Libra hat keine. Ja. Aber Dankwort kriegt noch ein Stoßgebet raus. Was ich eigentlich seltsam finde, dass ein Stoßgebet Mana verbraucht, oder jedenfalls was ähnliches wie Mana. Weil es ist ja eigentlich mehr, ein Gebet ist ja
Mehr so das Sprechen zu Gott. Dafür verbraucht man ja nichts. Ich meine, wenn ich jetzt sage, so... Also ich stelle mir das so vor, aber nee, das sollten wir ein andermal diskutieren. Wenn wir aus dem Kampf raus sind, versuche ich euch da mal meine Theorie zu erklären, wie Magie funktioniert und was der Unterschied zwischen Magie und dieser Religiosität. Gibt's das Wort überhaupt? Ist... Ach, egal. Dann hau einfach mal mit deinem Kreuzel drauf. Hui! 13. Dafür, dass das obermächtige Ultra-Kreuz ist, was jeden Vampir das Fürchten lehrt, macht es aber verdammt wenig Damage. Schockfrosten und nochmal. Auweia, das tat weh. Aber er bricht trotzdem zusammen. Wuhu! Sehr schön. Wie sieht's jetzt eigentlich... Ups. Wie sieht's jetzt eigentlich leveltechnisch aus? Wir haben genau mit einem Punkt überlebt. Wuhu! Klasse, Moment. Dann nochmal Magietrank. Und dann können... Allheilung. Weil ich weiß nicht, ob uns gleich noch einer über den Weg läuft. Höchstwahrscheinlich schon. Aber jetzt mal zu dem Thema zurückzukommen. Will ich jetzt auch nochmal den niederknüppeln? Nee, eigentlich weniger. Ich denke, wenn zum Beispiel sowas wie Libra, dass das irgendwie, weiß ich nicht, die Magie mit ihrem Körper so eins ist. Dass das sozusagen, dass die, ein Magiefluss sozusagen durch ihre Adern rinnt. Das verstehe ich so unter Magie. Deswegen kann man die auch so auf Abruf breit halten. Während ich denke, dass dieses Religiöse, was ja Dankwart eigentlich macht, gut, von der Allheilung, niemand kann jemanden allheilen. Ich glaube, das kann nicht mal Magie. Und Magie kann ja bekanntlich alles, aber dass dieses Religiöse ist ja, ich spreche zu Gott und er erteilt mir seinen Segen, dass das das ist, was eigentlich diese düsteren Kreaturen so schwächt. Aber was Libra da macht, weiß ich nicht, warum Dankwart auch so eine Mana-Anzeige hat. Verstehe ich nicht ganz. Schreibt doch mal in die Kommentare, was da eure Meinung ist. Ich diskutiere sehr gern über sowas. Auch wenn ich ziemlich verquere Ansichten darüber habe. Ach egal, lasst uns diskutieren. Ein neues Format, jetzt auf Mondschatten. Es würde jetzt viel cooler klingen, wenn ich da irgendeinen Anhang dran hätte, wie Mondschatten LP oder Mondschatten TV oder Mondschatten Schlag mich tot. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir noch so erreichen können. Können wir denn noch was erreichen? Wollen wir schon ins Dingsbums? Ach komm schon, das nehmen wir noch mit und dann mache ich wieder ein kleines Aufnahmepäuschen und irgendwas stimmt hier gerade. Mit der Helligkeit nicht, also die Farben sind ein bisschen arg da quere. Hallöchen. Kann ich euch helfen? Wir möchten gern ins Sanatorium. Habt ihr einen besonderen Grund dafür? Wir wollten uns nur mal umsehen. Ja, wir wollten uns eigentlich nur mal umsehen. Es tut mir leid, aber mit Rücksicht auf die Patienten sind keine Besichtigungen gestattet. Naja, eigentlich sind wir... Komm, die Wissenschaftsausrede hat vorhin schon gezogen. Probieren wir es auch nochmal. Wir sind aus dem fernen Königsberg gekommen, um Geisteskrankheiten zu erforschen. Und dies scheint uns der geeignete Platz zu sein. Ist scheißegal, dass wir eigentlich gar nicht hier sein dürften, dass niemand aus Düsterbox rein oder rauskommt. Dass wir uns vielleicht unerlaubt Zutritt verschafft haben könnten und dementsprechend nur die besten Absichten haben. Trotzdem kommen wir aus Königsberg, um Geisteskrankheiten zu untersuchen. Ray? Ich bin J.R. Ist das jetzt ein J oder ein... Ja, doch ein J, oder? Nee, das ist ein J, sag ich schon. Y, meine ich. Ich bin J.R. Young und das sind meine Kollegen... Dingwort Leid. Und Elibrabet Donnergaul. Das ist... Na, mit solchen Namen könnt ihr nur Wissenschaftler sein. Ihr müsst viele Kreuzworträtsel gelöst haben. Tretet ein und meldet euch bei Alfons Einbein. Sehr schön. Dankeschön, mein ziemlich naiver Geselle. Wir werden jetzt alle töten. Farodin! Oh, Farodin! Farodin! Mein Schatz, was machst du hier? Hallo, ihr seid neu hier. Ich bin Helmine, die Hüterin. Nein, du bist Farodin. Bist du so eine Art Kranken-Farodin-Schwester? Krankenschwester? Wir brauchen hier doch keine Krankenschwestern. Ahem, ich dachte, das hier sei ein Sanatorium. Wie kommst du denn, ach so, die ist ein bisschen, es muss ja einen Grund haben, warum die hier in der Irrenanstalt ist, die kann nicht reden.
Wie kommst du denn auf so eine alberne Idee, ein Sanatorium mitten im Wald? Ich bin die Hüterin dieses Waldes. Ich bin Farodin. Was für ein Wald denn? Ich sehe nur Mauern und Gitter. Oh, weia, du bist ganz schön durchgedreht, Junge. Geh mal zum Augenarzt. Okay. Ich mag schöne Sachen. Die Zukunft dreht sich um die Zukunft und das Chaos und das Nichts. Entschuldigt bitte, ich bin nur ein ungebildeter Krieger. Das ist leider zu hoch für mich. Die Fliege dreht sich um das Schnitzel und das Mühlrad um die Achse. Ach so, warum sagt ihr nicht gleich, dass ihr Plemplem seid? Das fand ich jetzt eigentlich, also so bescheuert war das gar nicht. Heda, beuge dein Haupt vor der heiligen Inquisition! Ihr seid eine Inquisitorin, dann solltet ihr mal da nach draußen gehen, da bekommt ihr eine Menge Arbeit. Schweig, Niederwurm, und jetzt rede, bevor ich dir die Daumenschrauben anlegen lasse. Na was denn, soll ich jetzt reden oder schweigen? Ihr müsst... Komm, es gibt nur eine universelle Antwort auf dieses Ding, das hat nichts mit Schicksal zu tun. Ihr müsst euch schon entscheiden, reden oder schweigen. Spotte nicht, du Made, sonst lasse ich dir die Zunge abschneiden. Schinken! Ach, wisst ihr, mir wird das jetzt dir wirklich zu dämlich. Bleibe hier, du jämmerlicher Wicht, die eiserne Jungfrau wartet auf dich. Ich habe die Macht, die Macht, die alte Macht. Oh Gott, raus. Jeder, der die Anspielung verstanden hat, kann es verstehen. Also es war ja nicht wirklich eine Anspielung, sondern wirklich nur das Erwähnen eines furchtbaren Spieletitels. Okay. Huhu, du putzige kleine, blonde Elfin mit der Feder im Haar. Wollen wir mal so einen Kaffee trinken gehen? Hallo du da, komm mal her. Oh, die ist ja putzig. Schon gut, Fifi, weitermachen. Braucht jemand ein Haustier? Kann man hier abholen? In Düsterburg. Alphon Einbeins Irrenanstalt. Einfach den Stadtmauern folgen. Einfach drum rumlaufen, bis ihr es erreicht habt. Man kann's gar nicht verfehlen. Ist hier abzuholen. Man nennt sie auch Fifi. Und wenn ihr schon mal dabei seid, nehmt doch gleich Farodin mit dazu. Menschenhandel ohne Grenzen. Kurz gesagt, Mock. Hallo Fräulein, kommt doch mal an die Tür. Wärter, kommt schnell, die Gefangenen brechen aus. Ich glaube, ihr bringt da etwas durcheinander. Wartet, ich werde den Unholden ein feuriges Ende bereiten. Moment mal. Ja, du kommst ein bisschen spät, Kollege. Pass bloß auf, Börschchen. Sie mag zwar verrückt sein, aber ihre Feuerkugeln sind real. Ja, ich hab auch Feuerkugeln. Jetzt wird zurückgeschossen. Ich weiß, sehr erwachsen. Okay, Sequenz. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jeder Junge, komm noch mal zur Tür. Ich, Bruce Lee, ich die Tigerklaue. Ich kämpfen, du sterben. Hiya! Ja. Kennt ihr diesen Moment, wo man einfach nur so einen Staubsauger durchs Bild fahren sieht? Also so vor dem geistigen Auge, das war gerade so ein Moment. Benehmt euch ja anständig. Oh verdammt, das sagt ihr uns erst jetzt, wo wir die Frauen geschändet, die, Mir fällt nichts Schlimmeres ein. Das sollte jetzt eigentlich so eine Kausalkette werden, aber, ja. Hallo, Herr, Irrenarzt. Seid gegrüßt, werte Gäste. Ich bin Dr. Alphons Einbein. Nee, irgendwie muss ich den anders sprechen. Seid gegrüßt, werte Gäste. Ich bin Dr. Alphons Einbein, Leiter des Sanatoriums. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Erzählt uns etwas über die Stadt. Was ist das für ein Sanatorium? Berichtet von euren Patienten. Ja, die Patienten interessieren mich eigentlich am meisten. Für die Interessierten haben wir hier ein faszinierendes Spektrum an Geisteskrankheiten zu bieten. Harmlose Fälle wie die grünhaarige Helminia, die früher Farodin hieß, die sich einbildet, sich immer im Freien zu befinden, auf grünen Wiesen und Wäldern, mit ihren Freunden Edwin und Alia und... Gab's da noch wen? Ich weiß gar nicht. Ach ja, die Dunkelelfen, der keinen Namen... Nee, doch, warte mal, der Dunkelelf hatte einen Namen, oder? Gottes Willen. Ah, wie hieß der denn? Na, egal. Ja, und da führen die halt immer regelmäßig die letzten Schlachten der Elfen durch. So, 9-mal. Genau. Oder der junge Tarius, der sich völlig von seiner Umwelt abschottet nur für seine Musik lebt. Und die weniger harmlosen Fälle? Hier haben wir zum Beispiel den jungen Brut.
Fuchs, der sich für eine Kampfmaschine hält und das auch jedem zeigen will, der ihm zu nahe kommt. Wie untersuchen Sie ihn dann? Oder aber die frühere Waldläuferin Lirian Federschwinge, sie leidet an der klassischen Form von Lykantrophobie. Bei Fallen... Ich habe ein Problem mit diesem Wort. Bei Vollmond glaubt sie, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Normalerweise könnten wir sie daher meistens frei herumlaufen lassen. Aber durch die verwünschte Sonnenfinsternis haben wir praktisch rund um die Uhr Vollmond. Dr. Einbein gibt euch noch eine geschlagene Stunde lang erschöpfend Auskunft zu allen Formen geistiger Abnormitäten. Er berichtet von multiplen Persönlichkeiten über paranoide Zwangsneurosen bis hin zu den Auffälligkeiten bei akuter Schizophrenie. Uff, Herr Doktor, das war jetzt aber wirklich eine geballte Ladung Wissen. Und mir ist der Alkohol irgendwie ausgegangen. Lieber hast du mir noch ein Bierchen mitgebracht. Ich habe gerade vor meinem geistigen Auge einen betrunkenen Grandy gesehen, der einfach nur auf dieser Theke hängt, während der Professor da einfach weiter plaudert. Und was ich irgendwie ein bisschen störend finde, ist, dass sich Dankwart da nicht mit reinhängt. Der ist doch auch immer so unser Gehirn in der Truppe, sag ich mal. Was ist das für ein Sanatorium? Ja. Früher war das hier ein ganz gewöhnliches Krankenhaus und nicht ein ganz gewöhnlicher Arzt. Aber seit der Machtübernahme Warnfrieds hat sich einiges geändert. Immer mehr Menschen wurden eingeliefert, die das Leben draußen nicht mehr ertragen konnten. Ihre Seelenpein schlug sich in zahlreichen Formen geistiger Verwirrung nieder. Und dann musste ich die Umschulung machen. Zum Glück hat das Arbeitsamt finanziert, um in dieser schrecklichen Stadt überleben zu können. Haben sie sich ganz in ihre eigene Fantasiewelt zurückgezogen. Also ich meine jetzt die Patienten, nicht ich, um Gottes Willen, nicht ich. Durch diese ständigen Gänge zum Arbeitsamt. Oh Gott, das da kann man doch gar nicht wahnsinnig werden. Ich muss sie alle töten. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesen armen, verirrten Menschen ein Heim zu schaffen. Oh Gottes Willen, die Stimme geht langsam ein bisschen auf die Kehle. Eine Heilung ist in den meisten Fällen nicht möglich, weil ich der behandelnde Arzt bin. Ich zweifle sogar daran, dass sie überhaupt wünschenswert wäre. Warum nicht? Wenn die armen Leute wieder nach draußen kämen, würden sie wieder von der schrecklichen Realität überwältigt werden. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Selbstmord, vielleicht, oder einfach nur einen Rückfall in die Krankheit. Deswegen ist es viel sicherer, wenn sie hier bei mir bleiben, der überhaupt nicht geisteskrank ist. Im Gegenteil, ein Sinnbild geistiger Gesundheit. Okay, ich gehe heute mal wieder auf. In meiner Fantasie. Na gut, dann nehmen wir auch noch das Letzte. Erzählt uns etwas über die Stadt. Ich bin leider selten draußen unterwegs, weil meine Arbeit mich voll in Beschlag nimmt. Aber was ich draußen sehe, gefällt mir nicht. Die dauernde Dunkelheit geht den Menschen aufs Gemüt. Hinzu kommen bislang nur wenig erforschte Nebenwirkungen der Sonnenfinsternis. Da gibt es viel zu tun für einen Mann wie mich. Nur mit der richtigen Umschulung halt. Uff, jetzt müssen wir aber gehen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Komm ich hier runter? Entschuldigt, aber der Zugang ist zu den unteren Gemächern ist nur dem Personal gestattet. Ja. Wir gehen. Für immer. Grandy. Ja, ich bin auch noch da. Ich melde mich ja auch mal zu Wort. Ich glaube, ich habe in dieser Aufnahmesession doch überhaupt nichts gesagt. Deswegen melde ich mich jetzt kurz vor Ende nochmal, dass die Zuschauer auch wissen, dass ich da bin. Also, als ein Mann eben den Namen von diesem Jungen erwähnt hat, Tarius, das ist mir wieder ganz anders geworden. Wieso wieder? Also so schrecklich finde ich den Namen nun auch wieder nicht. Ich meinte, dass mir der Name bekannt vorkam, Grandy. Ach so, na, vielleicht finden wir ja noch einen Weg, ihn kennenzulernen. Jawohl, das war das Sanatorium. Und ihr seht ja, jetzt haben wir eine Stunde gebraucht und wir haben gerade mal jetzt Stadtwache gesehen, Sanatorium. Das Wirtshaus hatten wir vorher schon gemacht. Ich denke mal, wir werden auch noch eine weitere Stunde brauchen, bis wir uns so ein bisschen durch Düsterburg gewuselt haben. Und ich denke mal, dann wird es noch eine weitere Stunde dauern, bis wir dann wieder draußen sind. Aber ich habe ja schon angekündigt, glaube ich, in der ersten Folge, dass wir eine ganze Weile an diesem Spiel sitzen werden. Und ich finde, das Spiel ist es definitiv wert, dass man es selber spielt, das in jedem Fall. Ich freue mich über all diejenigen, die es durchgehalten haben, bis hierher mitzuschauen. Da bedanke ich mich ganz persönlich, da würde ich euch am liebsten direkt so das Händlein drücken. Ja, genau. Und wenn euch dieses Projekt oder ein anderes Projekt gefällt, dann lasst mir doch einfach ein kleines Abo da. Gebt mal ein Däumchen nach oben oder wenn ihr das alles blöd findet, dann schreibt mir wenigstens einen hübschen Kommentar, denn darüber freue ich mich am meisten.
Jawohl, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, wann es auch immer sein wird, wenn du dieses Video schaust. Dann tschüss!